Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Landrat Sager. Wir können ja vielleicht mal eine Woche tauschen und anschließend weiß dann wieder jeder im Lande, wer was macht. Dann bin ich mir ganz sicher. Meine Damen und Herren, über Industriepolitik reden viele. Und das gilt für den DGB, das gilt für die Einzelgewerkschaften, das gilt für die Hans-Böckler-Stiftung, die vieles untersucht hat, das gilt für die Industrie- und Handelskammern, das gilt auch für den Leitantrag des letzten SPD-Landesparteitages im März und das gilt auch für die FDP, meine Damen und Herren, und das ist auch gut so. Wir haben in der Landesregierung bereits Eckpunkte für eine industriepolitische Strategie verabschiedet, vor 2 Monaten am 22. September im Kabinett zur Vorbereitung des industriepolitischen Kongresses, den wir am 25. November gemeinsam erleben werden, hoffe ich. Wir wollen gemeinsam mit Unternehmen, mit Kammern, mit Verbänden, mit Gewerkschaften diskutieren und Sie sehen, meine Damen und Herren, die entscheidenden Weichen, das Thema Industriepolitik strategisch für Schleswig-Holstein zu diskutieren, die sind bereits gestellt und ich freue mich natürlich, dass die FDP-Fraktion dabei ist. Herzlich willkommen. Wir haben heute bereits mit Stand heute über 250 Anmeldungen für diesen Kongress und wir wollen 5 Kernfragen einer industriepolitischen Strategie für Schleswig-Holstein diskutieren. Erstens geht es um das Thema Marketing und Akzeptanz. Es geht um die bessere Wahrnehmung Schleswig-Holsteins als leistungsfähiger und innovativer Industriestandort. Es geht um die Frage der Akzeptanz von Industriebetrieben in Politik und Gesellschaft, wie das gefördert werden kann. Und dazu passt die neue Standortkampagne für den echten Norden, die wir Anfang letzter Woche vorgestellt haben. Zweitens, meine Damen und Herren, beschäftigen wir uns natürlich mit dem Thema Fachkräftesicherung für unsere Industrie. Das heißt vor allen Dingen mit der Frage, wie wir dauerhaft in Schleswig-Holstein die Fachkräfte bekommen können, die wir in der Industrie brauchen. Und dazu ist die Fachkräfteinitiative ein gutes Instrument. Das dritte Thema, meine Damen und Herren, ist die Energiewende. Und natürlich die Frage, wie wir als Land der erneuerbaren Energien dafür mehr Wertschöpfung im Lande Schleswig-Holstein halten können. Und ich hatte ja schon an anderer Stelle auf das gemeinsame Projekt mit Hamburg hingewiesen, Neue Energiewende 4.0, wo das zum zentralen Zukunftsthema auch technologisch gemacht worden ist und wo wir noch einiges erleben werden, meine Damen und Herren. Darüber hinaus werden wir uns viertens mit dem Top-Thema Digitalisierung Industrie 4.0 beschäftigen und natürlich mit der für Schleswig-Holstein traditionell sehr wichtigen maritimen Industrie als 5. Punkt. Insgesamt geht es darum, meine Damen und Herren, dass wir Impulse von den Teilnehmern haben wollen. Wir wollen nicht über die Industrie diskutieren, sondern wir wollen mit der Industrie und ihren Gewerkschaften gemeinsam darüber reden, wie wir mehr Industriepolitik für Schleswig-Holstein wagen können. Dazu werden wir symbolisch ein Bündnis für Industrie in Schleswig-Holstein ins Leben rufen. Gemeinsam mit dem Unternehmerverband Nord und dem DGB Nord werden wir das am nächste Woche unterzeichnen. Meine Damen und Herren, dann kommt es darauf an, dass wir all das, was wir diskutieren, in konkrete Handlungsansätze umsetzen. Wir betrachten Industriepolitik in Schleswig-Holstein als Langzeitaufgabe. Und das neu gegründete Referat Industriepolitik in meinem Haus wird diesen Prozess begleiten. Apropos, Herr Kalsen, das hätten 4 meiner Vorgänger, die das CDU-Parteibuch hatten, alle schon längst machen können. Und insofern, Herr Kalsen, Ihre Rede zeigt mir wieder, dass Sie den Zenit überschritten haben und nicht andere, von denen hier die Rede war, meine Damen und Herren. Ich will auch noch mal was zu Brunsbüttel sagen, weil Sie das kritisiert haben. Wer redet über die Multipurpose Pier? Wir, die Landesregierung. Wer redet darüber, dass wir den dreistreifigen Ausbau B5 durch einen Planfeststellungsbeschluss jetzt bis Wilster West untermauert haben? Wir, diese Landesregierung. Wer redet über LNG? Diese Landesregierung, meine Damen und Herren. Und wer redet gemeinsam mit dem Hafen Brunsbüttel über die Kooperation der Häfen in der Elbe-Region? Wir, diese Landesregierung, meine Damen und Herren.
Und meine Damen und Herren, das gilt auch für die industriepolitische Kooperation, besonders mit Hamburg. Wir reden gemeinsam mit Hamburg und da ist viel passiert in der letzten Zeit über ein gemeinsames Gewerbegebiet zwischen der Gemeinde Stapelfeld in Stormarn und Hamburg-Wandsbek. Und meine Damen und Herren, wir treten auch gemeinsam auf mit Hamburg. Im letzten Jahr war ich mit dem Kollegen Horch in der Türkei und aktuell letzte Woche in Shanghai mit dem ersten Bürgermeister zum Thema Industrie 4.0. Und das, was schleswig-holsteinische Unternehmen dann auch in der Welt leisten können, um hier am Standort Schleswig-Holstein tatsächlich eine schlagkräftige Industrie zu haben. Nein, meine Damen und Herren, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir tun das auch bei dem Thema Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Wir arbeiten an der Infrastruktur, insbesondere was beim Thema Industrie 4.0 wichtig ist, beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur für Schleswig-Holstein. Die entsprechenden Berichte liegen vor. Und mein Fazit daher lautet, die Erarbeitung eines industriepolitischen Konzeptes für Schleswig-Holstein läuft bereits auf Hochtouren. Die Landesregierung hat das Thema frühzeitig erkannt und gehandelt. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam so weitermachen. Danke.